Willkommen zum Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Szenario Flutgebiet in City Skylines erfolgreich absolvierst. Fangen wir an. Die Einstellungen lässt ihr einfach alle so, wie sie sind. Ihr könnt natürlich das dynamische Wetter und den Tag-Nacht-Zyklus ausmachen, wenn es euch nervt. Das erste Ziel bei Flutgebiet ist erstmal 950 Einwohner zu erreichen, ohne dass das Wasser alles überflutet. Wenn ihr 950 Einwohner erreicht habt, könnt ihr dann einen neuen Bereich kaufen. So, baut erstmal ein kleines Stück von dieser Straße, dann habt ihr auch den Feldweg freigeschaltet. Und dann baut ihr alles nur mit diesen Belohstraßen. Wenn ihr dann alles gebaut habt, markiert ihr dann die Wohngebiete weiter oben. Das ist dazu da, damit das nicht als erstes überflutet wird und ihr dann die ganzen Einwohner verliert. Weiter unten baut ihr dann einfach die Gewerbegebiete und die Industriegebiete, weil das ist völlig egal, ob die jetzt überflutet werden oder nicht. Das ändert nichts an den Einwohnerzahlen. Wenn ihr dann alles markiert habt, dann kommen wir zu den Dienstleistungen. Die Dienstleistungen, also beispielsweise die Stromwerke hier, die kommen ganz nach oben hin, weil die bräuchten wir am längsten. Sonst haben die Leute keinen Strom, das wäre ja blöd. Beim Thema Wasser nehmen wir einfach einen Wasserturm. Am besten nicht da platzieren beim Stromwerk, sonst wird das verunreinigt. Platzieren das erstmal irgendwie hier hin. Wir finden auch später vielleicht einen anderen Ort dafür. Beim Abwasser nimmt ihr dann einfach diese Pumpen, die dann einfach in die Erde reingehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann plötzlich seht ihr einfach die ganzen Rohre hier hin, baut das alles mit den Rohren, deckt alles ab. In der Zwischenzeit, wo sich die Häuser aufbauen, könnt ihr die Katastrophen benutzen. Stellt die Meteoriten auf Stärke 10 und lässt sie einfach alle da einkrachen, damit da Löcher entstehen und das Wasser da reinfließt. So bekommt ihr ein bisschen mehr Zeit. Und ja, passt auf, dass ihr diesen Hügel da nicht kaputt macht, sonst fließt das Wasser schneller da durch. Ihr könnt das Budget noch ein bisschen runterschrauben, damit ihr ein bisschen mehr Geld verdient. Hier seht ihr jetzt die Meteoriten einschlagen, die machen jetzt ganz viele Löcher, wo jetzt das Wasser dann gleich reinfließen kann und sich das sammelt. Dann habt ihr so ein bisschen mehr Zeit. Jetzt geht es darum, nur noch ganz schnell 950 Einwohner zu bekommen, um so einen neuen Bereich zu kaufen. Denn dieser Bereich hier, wo wir jetzt sind, der wird nämlich bald überflutet sein. Bei den Einwohnern müsste jetzt eigentlich Müll abgeholt werden, aber das ist ziemlich egal, das wäre jetzt Geldverschwendung schon eine Mülldeponie zu bauen, weil die gleich eh überflutet werden würde. So, wir erreichen jetzt gleich 950 Einwohner, ja? Jetzt habt ihr einen neuen Bereich freigeschaltet. Ihr kauft euch den Bereich hier, diesen hier, den rechten, Richtung Autobahn. Und jetzt baut ihr, reißt du nicht alles ab, baut jetzt erstmal eine Stadt da hinten, macht das wie vorhin mit den Feldwegen hier. Platziert ihr denn überall hier und baut dann eine neue Stadt hier hinten auf. Verlegt die ganzen Rohre und macht die ganzen Sachen, damit die Einwohner später zufrieden sind. Ihr könnt die alten Gebäude einfach rüber verschieben, um sie nicht neu zu bauen, das kostet wieder extra Geld. Schaltet diese am besten ab, damit ihr nicht extra dafür noch bezahlen müsst. Mit der alten Stadt, da könnt ihr schon mal die Industrie abreißen, damit die da hinten neu gebaut wird. Baut noch nicht alle Wohngebiete ab. Wenn ihr nach 15 Spielwochen 0 Einwohner habt, dann habt ihr verloren. Also müsst ihr noch ein paar Einwohner haben. Erst wenn neue Einwohner in der neuen Stadt sind, da hinten, dann könnt ihr unten alles abreißen. So, die Stadt baut sich so langsam auf. Es fehlen noch ein paar Wohnungen hier auf jeden Fall. Ich würde euch empfehlen, nicht unten alles sofort abzureißen. Sonst habt ihr zu viele Einwohner minus und dann gibt es auch Steuergeldausfälle. Und das ist ein bisschen blöd. Wartet, bis ihr da oben ein paar Einwohner habt und dann so eine stabile, ja, so einen stabilen Cashflow habt sozusagen. So, für die Einwohner da unten ist jetzt jede Hilfe zu spät, die werden jetzt alle überflutet. Und da oben werden auch schon die ersten Wohnungen gebaut. Ihr könnt, wenn ihr genug Geld habt, schon Kliniken bauen, damit die wirklich da auch bauen wollen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, also die haben dann, ja, die Attraktivität da zu bauen ist dann höher halt, ne? So, ihr könnt das Budget noch überall runtersetzen. Solltet ihr wirklich richtig im Minus sein, könnt ihr auch ein Darlehen nehmen. Das geht auch noch. Jetzt lässt ihr erstmal die Stadt überfluten. So, jetzt könnt ihr zum Abreißtool gehen. Mit dem Pfeiltasten könnt ihr den Radius verändern. Dann macht ihr den größer und könnt alles auf einmal abreißen. Denn die Straßen, die kosten nämlich auch noch Geld. Ja, ja, die muss man auch noch bezahlen. Und das wollen wir nicht. Die Steuern könnt ihr auf 29% überall hoch machen. Wartet dann, bis dieses Icon da einfach rot ist und dann macht ihr die Steuern wieder auf 12%.
Wann wird unsere Stadt eigentlich eine eigene Schule bauen? Ja, jetzt dann halt, ne? Wenn du wissen willst, wie weit du jetzt schon bist, geh auf Meilensteile und dann Szenarioziele. Links siehst du, wie viele Spielewochen du schon von 120 Spielewochen gespielt hast. Rechts kannst du die Niederlagenbedingungen noch einmal sehen. Wenn du 5 Kacheln hast oder weniger als 0 Geld hast oder die Bevölkerung unter 1 liegt, hast du das Szenario verloren. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die 120 Spielwochen durchspielen. Dann habt ihr das Szenario auch bestanden. Bei 1500 Einwohnern könnt ihr diese Kanäle platzieren. Damit könnt ihr dann eure Stadt ein bisschen von dem Wasser schützen, damit das nicht so schnell darüber fließt. Diese Mauern würde ich nicht empfehlen, die sind nicht so effektiv. Ich würde dann nur diese Kanäle hinbauen. So, jetzt habe ich gleich endlich meine 120 Spielwochen durchgespielt. Ihr seht, meine Stadt ist auch ein bisschen gewachsen. Ich habe fast 7000 Einwohner. Ihr müsst keine 7000 Einwohner haben. Hauptsache, ihr habt nicht 0 Einwohner und mindestens einen einzigen. Dann ist das Szenario auch möglich. Und jetzt sollte gleich die Meldung kommen: Szenario gewonnen. Jo, ich hoffe, euch hat das Video weitergebracht. Ich konnte euch damit helfen mit dem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.